Schwerpunkt des Statements sind Vorschläge zur Bekämpfung der Sanktionsumgehung und Minister Habeck hat das Wort. Es gibt deutliche Umgehung der Sanktionen und es gibt auch deutliche Umgehung aus Deutschland heraus der Sanktionen. Ich will an dieser Stelle einmal politisch sagen, das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist jetzt schon strafbewehrt und würde, sofern der Nachweis gelingt, dass es sich um eine bewusste Entscheidung handelt, auch strafrechtlich relevant sein bzw. verfolgt werden. Vor allem gehört es sich nicht. Hier kämpft ein Land um seine Selbstbestimmung. Hier sterben Menschen durch einen aggressiven Akt und gegen die Intention Europas und Deutschlands zu handeln, ist nicht richtig und sollte auch nicht billigend in Kauf genommen werden.